Libanons Premier Hariri plant seine Rückkehr. Unterstützt wird er vom französischen Präsidenten Macron, der vermitteln will. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bemüht sich um Vermittlung. Quelle: Bernd von Jutzenka, Deutsche Presseagentur. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach der Ankunft des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri in Frankreich seine diplomatischen Bemühungen zur Lage im Mittleren Osten fortgesetzt. Er habe mit US-Präsident Donald Trump, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi telefoniert, teilte der Élysée-Palast ohne Details mit. Die Rücktrittsankündigung Saad Hariris hatte den Libanon in eine politische Krise gestürzt.